Moin Leute, Koya hier und wie jeden Mittwoch haben wir für euch die neuesten News und Store-Updates im Gepäck. Also, los geht's! Tekken 7 hat endlich Goldstatus erreicht. Das bedeutet so viel wie, das Spiel ist fertig und wird pünktlich am 2. Juni in den Läden stehen. Zusätzlich hat Bandai Namco noch einen Character-Trailer veröffentlicht und bietet einen Blick auf Charaktere wie Martial Law, Ryan Fury und Devil Jin. Somit habt ihr bereits die Möglichkeit zu entscheiden, mit welchem der Prügelknaben ihr euch zum Launch des Spiels die Fäuste um die Ohren hauen wollt. Akuma gehört auf jeden Fall schon mal mir. Es gibt neues Bildmaterial zu Crash Bandicoot Insane Trilogy. Die veröffentlichten Videos zeigen frisches Gameplay aus den Leveln Sooner or Later und Unbearable. Bewegungen wie der Slide Jump aus Cortex Strikes Back wurden zudem optimiert und lassen sich nun flüssiger und direkter steuern. Hinzu kommen noch altbekannte Sounds und Musikstücke aus dem Original und zack, ultimatives Nostalgie-Feeling. Bis zum 30. Juni müssen wir uns leider noch etwas gedulden, denn da kehrt unser Lieblingsbeutel Dax zurück auf die PS4. Ach Crash, willkommen zu Hause. Mit dem Zombie Chronicles Trailer hat Activision nun neue Inhalte für Call of Duty Black Ops 3 angekündigt. Hierbei handelt es sich um eine Collection aus 8 neu aufgesetzten Maps aus World at War, Black Ops sowie Black Ops 2. Passend zur Veröffentlichung am 16. Mai starten Activision und Treyarch die 8 Tage der Untoten Aktion, in der sich die Spieler auf doppelte EP-Belohnungen, Community Challenges und besondere Inhalte wie zum Beispiel ein PS4-Design freuen können. Raus aus den News und ab in das Store-Update! Den Anfang machen die Neuerscheinungen, denn da haben wir seit gestern das zuckersüße Remaster von LocoRoco für euch. Die heimtückischen Moja-Truppen greifen die Welt an und nur die fröhlichen Klänge der LocoRoco können sie noch aufhalten. Hüpft und rollt euch euren Weg durch diesen klassischen Rätselplattformer und lasst euch vom Gute-Laune-Soundtrack verzaubern. PS Plus-Mitglieder sparen zudem 20% vom Verkaufspreis. Absolutes Kontrastprogramm bietet hingegen der Roguelike-Shooter Strafe, der ebenfalls seit gestern erhältlich ist. Dieser sieht aus, als wäre er aus dem Jahre 1996 in unsere Zeit gestolpert und überschüttet euch mit Massen von Gegnern, mit denen ihr in guter alter Doom-Manier die Wände rot färben könnt. Zufällige Areale, Waffenmodifikation und schnelles, knackiges Gameplay. Klingt gut? Na dann ran da und fröhliches Ballern! Arcade Never Dies. Basierend auf einem alten Arcade-Klassiker kehrt mit Knights of Valor ein actionreiches und tempogeladenes Sidescrolling-Beat'em-up zurück. Im Spiel selbst geht es hauptsächlich darum, neues Equipment zu sammeln, um mit erlernten Skills und Kombos die Schergen des Jan-Kaisers zu besiegen. Der Titel ist im Singleplayer sowie im Online-Koop mit bis zu 3 Freunden spielbar und steht kostenlos im Store zum Download bereit. Mit Human Fall Flat erwartet euch ein kleines, aber feines Rätselspiel, das euch den absichtlich schwer steuernden Bob über allerlei Hindernisse manövrieren lässt. Das Knifflige an dem Spiel, man bewegt Bobs Arme unabhängig von seinem Körper, was für allerlei lustige Momente sorgen kann. Der Titel ist zudem im lokalen Koop spielbar und lässt euch gemeinsam die verrücktesten Dinge ausprobieren. Und weiter geht's auch schon mit dem Deal der Woche. Dieses Mal haben wir mit Formel 1 2016 das offizielle Spiel zur Weltmeisterschaft für euch. Dieses bietet 21 Strecken, die komplette Teilnehmerliste aus 22 Fahrern und 11 Teams, also perfekt für alle Rennsportfans. Und natürlich war das noch nicht alles. Vom 10. bis zum 24. Mai gibt es wieder einmal einen Haufen toller Angebote. Unter anderem wäre da die Heavy Rain und Beyond Two Souls Collection, mit der euch 2 großartige Spiele für schlappe 19,99 € geboten werden. Story-Fanatiker sollten auf jeden Fall zugreifen. Die Prügelfans unter euch kommen auch auf ihre Kosten. Ultra Street Fighter 4 gibt es nämlich für super günstige 9,99 €. Aber auch das schick animierte Guilty Gear XR Zine für nur 14,99 €. Last but not least hätten wir dann auch noch das schöne Journey im Angebot, das euch für gerade mal 3,99 € in seine herrlich verträumte Welt entführt. Auf alle Titel in der Liste gibt es saftige Rabatte zwischen 35% und 73%, also schnellstens zugreifen. So, das wäre es dann von meiner Seite, ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche und natürlich viel Spaß beim Zocken.